Yo, Leute, willkommen zu einem neuen Video, mal wieder in der altbekannten Konstellation. Und zwar spielen wir heute mal wieder, wer schlechter malt, muss essen. Mit Smiley und Crispy Rob. Okay, wir haben natürlich der Falco wieder als Ein-Mann-Jury und werden verschiedene Zutaten hier geliefert, serviert bekommen. Und wer schlechter gezeichnet hat, muss natürlich die Sache, die nicht besonders lecker ist, essen. Hier, wir haben schon die erste Zutat hier am Start. Wir wissen nicht, was das sein könnte, aber das scheint klein zu sein. Oh, ah, so nice. Aber, schmeckt, finde ich, nicht so lecker wie gekocht ist oder im Ofen. Ist nicht das Leckerste, nee. Aber kann man schon machen. Aber so bleiben auf jeden Fall die meisten Vitamine drin. Und diesmal zeichnen wir komplett mit Schwarz, weil das letzte Mal konnte man die Bilder nicht so gut erkennen. Und wir haben eine Minute Zeit. Eine Minute ist so wenig. Eine Minute ist zu wenig, aber das ist ja das Geile. Also einfach nur Zeitdruck, Alter. Hammer! Dann würde ich sagen, zeigt jeder ja, sein Bild einmal. Zuerst Rob. 3, 2, 1. Ich habe auch so versucht, den Schatten unten zu machen. Und was ist das? Das ist der Teller auf der Welt. Achso, das, ist das Universum. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Das hier ist mein. Deiner ist wieder viel zu gut, Digga. Meiner sieht aus wie ein Pilz mit Punkten. Das ist einfach ein Fliegenpilz. Das ist ein Baum, oder? Das ist ein Baum. Ich finde auch, das sieht aus wie ein Baum. Ja, aber schöner Baum. Sieht auch aus wie ein Baum, oder? Aber nicht ganz so wie ein richtiger Baum, ne? Oh Mann, oh Mann. Okay, Francesco, bau keine Scheiße. Konzentrier dich, guck genau hin. Achte auf die Punkte. Achte auf die Sortierungen. Genau. Falco, bitteschön. Zeig mir, was hast du mir mitgebracht? Ein Baum? Ah ne, Brokkoli. Alles klar. Drei ganz verschiedene Styles. Das ist minimalistischer. Oh Mann, Digga. Ich mag dieses Format nicht. Willst du schon mal dran riechen? Das hier. Hier kann ich keinen Brokkoli erkennen, aber nur einen Baum. Ja, eindeutig. Hier sind so keine Details, nichts. Wie kann ich hier einen Brokkoli denn erkennen? Hier ist okay, claro. Aber hier? Das ist der Verlierer. Eindeutig! Okay, jetzt geht's los, Digga. Okay, jetzt geht's los. Oh ja, ich weiß schon, ich weiß schon. Komm, gib her. Nein, oder? Wer ist der Verlierer? Ja, war klar! Oh, hey. Oh Mann, warum Rohrbrokkoli? Der wird dir nicht schaden, glaub mir. Da kannst du nicht viel falsch machen, gell? Spürst du schon, wie das in dir aufsteigt, diese Vitalität? Nein. Gut. Guter Snack für den Sonntagmorgen. Am besten snackst du den direkt am Stück weg, dann hast du es hinter dir. Einfach nicht kauen, einfach schlucken. Brokkoli groß, voll bitter. Okay, Runde okay. Nummer 2. Das ist, Digga, will er mich. Das ist die Fischsoße vom letzten Getränkevideo. Ich hab sie schon probiert, ich weiß die Rolle, die sie schmeckt. Ich hab gar keinen Bock drauf. Ekelhaft. Ich hab immer noch den Mund voll mit Brokkoli. Ich hab so keinen Bock bei dieser Runde zu verlieren, weil ich weiß, wie räudig die Scheiße schmeckt. Ich finde Fischsoße auch so schlimm, ey. Okay. Wir haben verloren, schon wieder. Wieso redest du so komisch eigentlich? Ich hab immer noch Brokkoli. Wie bitte? Du kriegst gleich noch Soße dazu. Dann schmeckt er nicht so trocken. Okay, das ist meins. Also ich finde, es ist echt wunderschön geworden. Ist okay. Doch, kann man schon. Mein sieht halt aus wie so ein türkischer Tee, ne? Ja, voll. Du musst Falco unbedingt das hier mitbringen, damit er das auch visuell vor Augen hat, wenn er seine Entscheidung trifft. Also ich muss ehrlich sagen, auf so einen Fischsoßen-Shot habe ich echt keine Lust. Was ist das denn? Boah, es riecht nach Hundefutter, ich schwöre. Also Fischsoßen-Shot ist wirklich. Dann ist der Tag ist halt einfach gelaufen. Wenn du so um 11 Uhr morgens einen Fischsoßen-Shot hast, dann weißt du. Hier haben wir einen Becher, aber das. Guck mal! Was kann ich denn dazu sagen? Das ist kein Becher, das ist eine Energy-Drink-Dose und kein Schatten, keine nichts, einfach. Nee. Bring mir was Besseres mit nächstes Mal. Warum sollen wir hier noch so ein Hackmeck machen, als ob ich nicht verloren habe? Ist doch klar. Mann, ich hasse dieses Format. Okay, Nase zu und durch, Alter. Die legt der Fischsoße zum Brokkoli dazu, Alter. Hammer. Jägermeister, oder? Das kannst du nicht mehr ausspucken, ja? Ja, das hast du davon. Willst du einen Red Bull haben zum Hinterherkippen? Na klar. Okay, jetzt haben wir. Oh! Das musst du ja nicht komplett essen, oder? Einmal reinbeißen, reißen, oder? Aber schön schmackhaft ein bisschen. Scheiße, was?
Okay, 3, 2, 1, ja, scheiße, irgendwie ist das nicht so geil geworden, wie ich dachte. Das sollen so diese Messerspuren sein, wenn man mit dem... Sieht aus wie ein Sarg, oder? Sieht aus wie eine umgekippte Mischung. Sag nicht. Also es kann sein, dass ich diese Runde sogar Licht verliere. Okay, hier ist meins. Was ist das, Dima? Also ich sehe da nicht mal irgendwie ein überhaupt... Ein Ziegelstein. Zeig mal dein Bruder, vorbei, oh, was ist das? Also ich würde sagen, man sieht besser aus als Robs. Hä? Was? Da geht. Ist gar keine Perspektive drin, Alter. Was ist das da unten? Okay, komm, Falco, bitte, 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 bitte. Eine Münze. Das ist eine Münze und das ist ein Teller mit ein Stück Butter drauf. Sollte es Butter sein? Nein. Wenn ich aufstoße, Digga, kommt einfach so ein Geschmack roher Brokkoli mit Chipsauce. Das ist richtig eklig. Das ist am ärmsten. Also gar nicht die Mühe gemacht, so einen Teller zuzumachen. Ein Kreis mehr hätte gereicht. Ich glaube, du später sagst, das war der Grund, warum du verkackt hast. Bisher war es der Grund, weswegen. Also das ist ziemlich eindeutig, also kein Zweifel. Das ist der Verlierer. Was liegt da oben? Es hat mich erwischt. Ich finde meins war nicht das Schlechteste. Inshallah. Oh, das war sag mir nicht, was meins. Nee. Boom. Falco! Boom. Das kann nicht sein! Ja! 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 Als das? Ja! Das ist nicht. Was ist das? Ich muss keine Butter essen. Komm, nimm mal einen saftigen Bissen jetzt. Ja, da kommt die Schadenfreude hoch, Alter. Kann man das schlucken? So geht das? Nee, ist unmöglich, ne? Musst du lutschen wie eine Kugel Eis. Was ist das? Das sind, wie nennt man das? Varenchi? Das sind italienische davon. Tortellini. Ey, wir machen ohne Teller, ne? Aber ohne Teller wirst du das nicht hinbekommen, die Perspektive zu machen und so. Okay. 3, 2, 1, go! Stopp! Ja, meinst du auch ziemlich beschissen. Ey, sieht nicht schlecht aus, finde ich. Ich finde, ich erkenne da gar nichts. Das ist das erste Mal, dass ich sie gut finde. Das ist schön. Das ist toll, ne? Das sieht aus wie so ein Adidas-Logo oder so. Egal, ich muss nichts sagen. Nein, mein Bild. Okay, das ist meins. Ist auch nicht besonders schön geworden. Stolz bin ich nicht drauf, muss ich an dieser Stelle anmerken. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Ich auch nicht, also. Aber ich finde deins auch nicht schlecht. Das ist meine Herkulinus-Gewalt. Stimmt, safe. Oh, zeig mal. Tortellini. Ey, wenn ich nur das gesehen hätte, eine 2-Euro-Münze, oder? Riechen die denn überhaupt gut? Hier sehe ich ein bisschen mehr Mühe. Also hier versteht man so also ein bisschen die Form, ein bisschen 3D sogar. Also das ist auf jeden Fall der Gewinner. Dima ist auch der Einzige von uns, der annähernd ein bisschen zeichnen kann. Ist doch gut, wenn ich dich verliebe. Das erinnert mich an einen Teller mit 3 Herculinos, weißt du, 3 Larven. Das sind 3 kleine verbrannte Tortellini oder 3 Popeln, aber auf jeden Fall keine Tortellini. Deswegen noch klarer als in den anderen. Das ist der Verlierer. Wieso? Ja, ja Mann! Wieso ich? Ich verstehe. Digga, dein Bild sieht aus, als hättest du da kleine Wolken gemacht. Ja, aber das sieht mehr aus nach Tortellinis als das, ja. Alter. Das ist wie so ein Metallstück. Wieso haben die keinen Abstand zueinander? Wieso ist das so ein... Weil die aneinander lagen. Aber liegen die so? Ja, wie so eine perfekte Form, Alter. So? Es sah verbrannt aus. Wie soll ich das denn nicht verbrannt malen, wenn ich einen schwarzen Stift habe? Warum Rubs gewonnen hat? Weil das auch so wie Herculino. Wusste man noch, Alter. Erzähl mir keinen Scheiß. Aber schmecken die gut eigentlich? In Ruhe? Ja, die sind lecker, aber trotzdem. Ich komm da gleich rüber, Alter. Ich merk schon, bei diesem Format gibt es eine gewisse Spannung zwischen Smiley und Falco. Oh oh, Spannung liegt in der Luft, Leute. Spannung. Erst hat's geknistert, jetzt sprühen schon die Funken. So ready, mental? Ja. Oh, das ist so fertig Rosenkohl. Rosenkohl. Das Ding ist so ekelhaft, Alter. Wie zur Hölle willst du das machen, ey? Ja, so von der Seite. Das Ding ist. Uiuiui. Fertig. Komm, scheiß drauf, gib mir den. Ich will das gar nicht mehr hören, was du machst. Nein, komm, lass den Fall gut bewerten. Ja, keine Ahnung, Alter.
Ja, ich finde es besser als meins, ehrlich gesagt. Meine sieht so aus. Ich glaube, man. Oder wie so ein Gehirn, oder? Ja, du hast ein Gehirn. Ja, was soll ich sagen? Ich habe verloren. Es ist einfach hässlich. Ja, komm, komm. Boah, wieso ich das so intensiv? Dieses Glas steht schon seit 2 Monaten von irgendeinem Diva-Video da unten im Schrank. Natürlich stinkt das so. Nee, das stinkt immer. Das kann nicht schlecht werden in Dose. Okay, das sollte so eine Art Salat, Rosenkohl oder so. Diese, ich weiß nicht, wer das ist, aber er macht immer den Teller so mit dieser Deko, mit dieser. Aber er nutzt die Zeit, um ein bisschen mehr Details reinzustecken und das brauchst du unbedingt. Bei diesem Format werden Falk und ich keine Freunde. Das ist wieder so minimalistisch. Das hat auf jeden Fall, sagen wir mal, gewonnen. Also zwischen den beiden, ich würde das sagen, aber ich glaube, es ist denselben Style von den vorherigen. Es ist immer jemand, der so voll minimalistisch malt. Deswegen, ja, der ist der Verlierer. Ich glaube, keiner von euch kann daran zweifeln. Ich glaube, diese Runde verliert Smiley. Ja, natürlich. Ich hasse dieses Format. Das ist wirklich alles außer eine Sache musste ich essen. Aber es kann doch nicht sein, dass er jedes Mal weiß, dass du es warst. Also das glaube ich, jedes Mal ist das wirklich das an der Qualität. Ja, das kannst du nicht essen. Natürlich guck mal, wie kannst du das essen. Gedauert. Aber wieso weinst du denn? Deine Augen sind so in Tränen gerade. Alles gut? Er versucht sie voll zusammenzureißen, man sieht's, oder? Okay. Marco, irgendwas von Marco? Bitte? Ist der Pult schon leer, Digga? Der ist schon leer? Dieser Junge zieht ja, das weg wie keine Ahnung was. True, Leute, true. Okay, letzte Runde, komm, Leute. Gib. Los, zeig, Philippe. Tada! Was ist das? Artischocke? Wieso war das Zeichnen, Digga? Ein eingelegter Artischocke. Nee, Mann, ich hasse Artischocke. Ich auch. Wieso kommst du auf alles, was ich einfach nicht mag, wa? Übrigens, Leute, falls ihr Vorschläge habt für eklige Sachen, die wir fürs nächste Mal malen sollen, schreibt es in die Kommentare, weil mir ist nichts mehr eingefallen. Alles aussehen. Jungs, ey, wir brauchen das nicht machen. Alles aussehen. Meine Hälfte auch. Zeig doch mal. Ja, ich finde auch, wir müssen Falco hier gar nicht fragen. Echt also jetzt mal ohne Witz. Dima. Hier ist meins. Zeig ich mal. Ich bitte dich. Schreibt jetzt in die Kommentare, wenn wir Falco mal fragen. Smiley, komm auf. Das ist ziemlich eindeutig eigentlich. Ey, ich weiß aber nur einmal von ab. Hör auf. Doch, ist lecker. Finde ich. Du brauchst Nährstoffe, du bist groß. Wie viel Fett da drin ist, Alter. Boah, ich habe nur Öl im Mund. Ja. Ja, aber deswegen musst du noch mehr davon essen, damit sich das verteilt. Ja, das Verhältnis muss ausgeglichen werden. Also ich würde sagen, die Folge war auf jeden Fall sehr gut, hat mir Spaß gemacht. Danke fürs Mitmachen, Jungs. Während Smiley noch am Kämpfen ist, kann ich euch schon mal die Abmoderation machen. Schaut bei den Jungs vorbei, bei Smiley, bei Rock. Da gibt es natürlich noch andere Videos. Vergesst nicht zu abonnieren und auf die Glocke zu klicken. Und schreibt eure Vorschläge rein in die Kommentare. Was sollte als nächstes Format gemacht werden, gezeichnet werden und so weiter. Klickt die Videos an, die hier eingeblendet werden. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, bleibt schön gesund und gut drauf. Tschüss. Ich glaube, das war's mit Smileys Zeichenkarriere. Ja, nie wieder machen. Gibt's auch? Okay.